Hallo YouTube und willkommen zu einem neuen Unboxing-Video. Ich habe hier ein cooles Paket von Simyo und in diesem Paket ist ein anderes Paket. Und hier haben wir ein Huawei IDEOS und zwar das X3. Gar nicht mal so schlecht. Gucken wir uns eben die Daten noch hinten drauf an. Wir haben Android 2.3. 8,1 cm kapazitiver Touchscreen, der nur mit 320x480 auflöst. Nur inzwischen ist das ein bisschen wenig, aber zum Vergleich, das iPhone 3G und 3GS, die lösen auch damit auf und ja, da kann man heute heutzutage auch noch ganz viel mitmachen. 3,2 Megapixel Kamera auf der Rückseite und eine VGA Frontkamera, das ist auch ganz nett. SD-Karte bis 32 GB, Bluetooth dabei, GPS. 1200 mAh Akku und wir gucken uns das Ding einfach mal an. So, da haben wir es auch schon. Gucken wir mal, was noch im Karton versteckt ist. Und zwar, könnte es anderes sein, ein Handbuch, ein Akku, ein Headset, ein USB-Kabel und natürlich noch das Ladegerät. Das war's. Ich nehme es mal zur Seite und gucken wir uns das Telefon an. Ja, fühlt sich schön leicht an. Kein Wunder, der Akku ist ja noch gar nicht drin. Gucken wir es uns einmal kurz an. Hier unten haben wir zwei Tasten, links, rechts. Dann noch eingelassen die kapazitiven Touch-Tasten hier. Oben die Frontkamera, Lautsprecher. Rechte Seite ist ein lauter leiser Schalter, oben on off und Headset, linke Seite nichts, Rückseite, Lautsprecher und die Kamera. So, machen wir das Ding mal auf und packen den Akku rein. Gucken wir mal. Ah, so geht das Ding auf. Einfach nur drücken und runter. Einmal auf. Akku rein. Aber vorher, wir haben ja hier noch eine SIM-Karte rumfliegen, schnappen wir uns hier wieder unsere Simyo-SIM-Karte. Na? Also, so, Simyo-SIM-Karte, die kommt quer in das Gerät, hatte ich auch noch nie. Kontakte da. Gucken wir mal, so rum vielleicht. Ja, könnte hinhauen. Testen wir einfach mal. Akku rein. Und starten wir das Ding mal. Ja, Strom ist drauf und das nette Huawei-Logo erscheint.